Dezember 2016. Da sitzen wir vor dem Weihnachtsbaum und fragen uns, warum dauert das denn so lange mit dem Roaming? Denn die erste Entscheidung, die wurde ja schon im Juni 2007 getroffen. Und endlich fertig mit dem Roaming soll es im Juni 2017 sein. Und noch wird diskutiert. Aber damit es überhaupt heute noch diskutiert werden kann, musste ja irgendwo ein Anfang sein. Und der war in den Händen von der Kollegin, mit der ich heute zusammensitze. Angelika Nebeler. Hallo. Angelika ist aus Deutschland. Sie ist deutsche Europaabgeordnete aus der CDU. Und sie war damals, als es anfing, Vorsitzende des Industrieausschusses. Nein, der Industrieausschuss, das ist einer der wichtigsten Ausschüsse in diesem Haus. Da ballt sich die Macht zusammen, auch die Macht der Lobbyisten. Und deshalb wollte ich Angelika fragen, wie war es denn überhaupt damals, als ich vor vielen Jahren dieses Projekt auf den Tisch gelegt habe und als der Industrieausschuss unter deinem Vorsitz dann das Ganze in die Wege leiten müsste. Viviane, es war eine spannende Zeit, es war sehr, sehr aufregend und die Geschichte hatte ja noch einen weitaus längeren Vorlauf. In deiner Zeit als Kommissarin hast du ja schon, bevor der Vorschlag auf den Tisch kam, immer darauf gedrängt, dass die Telekom-Provider auch ihre Tarife besser erklären, öffentlich zugänglich machen, damit man sich mit den Strukturen vertraut machen kann und damit jeder zu Hause, der sich ein Smartphone anschafft, einfach weiß, was am Ende des Monats auf der Rechnung auch stehen wird. Das war der Vorlauf und als dann der Vorschlag von dir auf den Tisch gelegt wurde, haben wir im Parlament das natürlich sehr, sehr gerne aufgegriffen. Aber es gab dann auch monatelang heftigste Diskussionen und Debatten. Und wie bei jedem strittigen Thema, bei jedem strittigen Dossier gab es viele interessierte Kreise, die dann natürlich mit den Abgeordneten das Gespräch gesucht haben. Wir haben im Parlament Anhörungen zu dem Thema veranstaltet, weil es ist ja schon ein großer Eingriff mit Preisregulierung, letztlich zu versuchen, auch Märkte aufzubrechen. Das war unser Ziel und jetzt sind wir nahe dran. Ich hoffe sehr, dass die nächsten Monate dann so gestaltet werden, dass wir im Juni sagen können, es gibt keine Roaming-Aufschläge in Europa mehr. Wie sind denn deine Erinnerungen aus jener Zeit? Ich kann mir denken, die standen vor deinem Büro in der Schlange, die Lobbyisten einerseits und dann auch immer wieder auch die Vertreter der Konsumenten. Wie hast du als Abgeordnete und als Vorsitzende des Ausschusses dieses Gleichgewicht zwischen beiden Interessen wahrgenommen? In der Tat, es ist genau so gewesen, wie du, Viviane, das beschrieben hast. Es gab sehr, sehr viele Gesprächsanfragen. Und für mich war immer wichtig, den Ausgleich zu finden. Und dazu gehört, dass man sich natürlich die Telekom-Provider anhören muss, deren Interessen einfach auch mal zur Kenntnis nehmen muss. Letztlich lag es uns im Parlament ja auch daran, dass die Netzinfrastruktur ausgebaut wird. Das muss finanziert werden. Insofern sind die Provider wichtig. Aber wir haben natürlich auch das Ohr bei den Verbraucherschützern gehabt. Und jeder von uns Abgeordneter ist ja viel auch zu Hause unterwegs. Und ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Man kommt aus dem Urlaub zurück, hat mal vergessen, hier seinen Roaming-Tarif auszuschalten. Und dann kommt man nach Hause und stellt fest, man hat eine Rechnung über mehrere hundert Euro, weil eben die Tarife in einem anderen Netz innerhalb Europas so teuer wurden, dass dann die Schockrechnung am Ende des Tages zu Hause ankam. Und das wollten wir natürlich auf alle Fälle künftig verhindern. Du hast über deinen Wahlkreis geredet. Wie war es denn damals? Was haben die Bürger dir gesagt, als sie herausfanden? Das stand ja überall in den Medien, wurde ja groß kommentiert, dass du eigentlich das Heft in der Hand hältst. Also das hat natürlich sehr viel Zuspruch gebracht und viele unserer Bürger haben mir auch gesagt, endlich spüren wir mal, wofür dieses Europa gut ist, was ihr im Europaparlament letztlich auch erreichen könnt. Also da war eine ganz, ganz große Freude da und da hat man auch mal gesehen, diese Europäische Union
Sie kümmert sich nicht nur um die großen Fragen, wie es in Europa weitergeht, wie 28 Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, sondern sie kümmert sich auch um die Anliegen der Bürgerinnen und der Bürger vor Ort. Und gerade die vielen jungen Leute, die tagtäglich mit ihren Smartphones unterwegs sind, ja, die Datenroaming nutzen, ja, die nicht mehr so viel telefonieren. Ich telefoniere noch gerne, aber ich kenne meine Söhne, die schicken SMS und WhatsApp-Nachrichten und surfen im Netz und wollen überall halt auch vernetzt und erreichbar sein. Für die war das natürlich eine Riesenerleichterung, dass sie eben diese hohen Roaming-Aufschläge nicht mehr zahlen müssen. Also es war eine große Freude überall. Damals, vor 10 Jahren, gab es dieses Datenroaming ja eigentlich noch nicht. Und wir haben wirklich angefangen mit dem Sprachroaming. Also wenn man telefoniert, so wie wir beide das noch sehr viel machen. Als zweites kamen dann die SMS hinzu. Und jetzt als drittes natürlich das Datenroaming. Wir hatten das Ganze ja von Anfang an geplant, schrittweise zu machen. Aber es war schon ein historischer Durchbruch. Und ich habe dir ein Foto mitgebracht, ich das jetzt da bin finde. Ich aber jetzt neugierig. Nein, ganz, herrlich. Kannst du dich noch erinnern? Ja, herrlich. Also das war eine einmalige Angelegenheit. Ich habe es noch nie erlebt, Viviane. Und ich war damals ja auch schon einige Jahre im Parlament, dass man nach Abschluss eines Gesetzgebungsverfahrens im Parlament formal den Gesetzestext unterzeichnet, und zwar mit allen Beteiligten, die involviert waren. Du als zuständige Kommissarin mit dem Kommissionspräsidenten, der Kollege Paul Rübig, der damals der ja auch Berichterstatter war, genau. Aha. Die Bundeskanzlerin ist auf dem Foto. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie war ja Präsidentin des Rates. Es war unter deutscher Ratspräsidentschaft. Aber das erste Ganz Mal, genau. dass ein Gesetzestext vom Ratspräsidenten unterschrieben wird. Also auch Angela Merkel hat damals schon verstanden, welcher Druck in dieser Sache und auch welche positive Schritte für die Allgemeinheit und für die Verbraucher in dieser Sache lagen. Also es war wirklich ganz, ganz wunderbar. Und da ist unser Parlamentspräsident Hans-Gerd Pöttering auch noch mit auf dem Foto. Und man sieht, wenn die Mitgliedstaaten, wenn das Europaparlament und die Kommission zusammenarbeiten, dann kann man auch für unsere Bürgerinnen und Bürger was Ordentliches erreichen. Also da zeigt sich auch die Solidarität unter den Institutionen. Ja, wie erklärst du denn deinen Bürgerinnen und Bürgern, dass das Ganze aber so lange braucht und dass wir jetzt 10 Jahre später unter dem Weihnachtsbaum sitzen und noch immer das Geschenk nicht fertig ist? Ja, das ist in der Tat nicht so leicht zu erklären. Aber du hast ja schon auf die Schritte hingewiesen. Wir begannen mal mit dem Roaming beim Telefonieren, dann bei SMS-Transfer und jetzt sind wir beim Datenroaming angekommen. Ich sag mal, der Teufel steckt immer im Detail und deshalb dauert es halt manchmal länger, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, als man sich das vorstellen kann. Es gibt verschiedenste Interessen, die ausgelotet werden müssen. Ja. Und ich hoffe nur, dass wir jetzt endgültig dabei sind. Und man muss natürlich auch sagen, im Jahre 2007, als die erste Roaming-Verordnung verabschiedet wurde, da waren natürlich die Smartphones nicht so sehr verbreitet, wie das heute der Fall ist. Also man denkt ja gar nicht mehr zurück, wie die Zeit vor 10 Jahren war. Die Dynamik, die es jetzt im Zeitalter der Digitalisierung gegeben hat, die war zwar schon absehbar, daher auch Gott sei Dank der Vorschlag aus deinem Hause. Viviane, ich möchte das auch noch mal sagen. Das Parlament hat ja kein Initiativrecht und wir können nur das bearbeiten und aufgreifen, was eben aus dem Hause der Kommission vorgelegt wird. Und wenn du nicht damals mutig den Vorschlag auf den Tisch gelegt hättest, hätten wir vielleicht heute noch gar nicht den Einstieg in die Abschaffung der Roaming-Gebühren. Also ein Dankeschön auch nochmal an deine Richtung. Es war ja in der Kommission genauso schwierig wie bei uns im Parlament und bei den Mitgliedstaaten. Aber wir haben es alle zusammen gut hingekriegt und das freut mich. Und gut Ding will Weile haben, freuen wir uns, wenn es jetzt endlich kommt und wir die Roaming-Aufschläge abschaffen können.
Ja, im Juni 2017 soll es soweit sein. Das sind dann genau 10 Jahre, nachdem das Foto geschossen wurde. Und das sind dann 10 Jahre, während dem das Europaparlament Schritt für Schritt für Schritt die Kosten abgebaut hat, bis wir jetzt auf den Nullpunkt angelangt sind. Das heißt, Roaming wird dann nach 10 Jahren Arbeit der Vergangenheit angehören. Und ich glaube, die Bürger sollten sich auch bewusst sein, dass ein Ausschuss, der Industrieausschuss heißt, ja nicht nur eine reine Industriepolitik betreibt, sondern auch immer dann den Ausgleich zwischen für den die Industrie arbeitet, für Arbeitsplätze zu schaffen, für Reichtum zu schaffen, aber auch für Produkte und Dienstleistungen im Interesse der Verbraucher zu schaffen. Und das auf ein Gleichgewicht zu bekommen, das ist schon eine Leistung. Und dann sollten wir im Juni 2017 noch mal ein Foto machen. Werden wir machen. Prima. Herzlichen Dank. Haben wir noch etwas vergessen, was du noch anfügen wolltest? Ich glaube, das Wichtigste ist... Eine Anekdote, irgendetwas vielleicht? Also es war immer spannend, und wenn man dann an Obergrenzen verhandelt und mit den Betroffenen in der Runde zusammensitzt, kam es mir manchmal so vor, wie wenn wir auf einem Basar wären. Ja, was ist denn der richtige Tarif für die Obergrenze? Das hatte ich mir... bevor ich ins Parlament kam, anders vorgestellt, dass man so hautnah und so griffig dann wirklich versucht, auch an den Kompromissen zu formulieren. Ja. Aber es war eine spannende Zeit, und ich freue mich einfach, dass es zu einem guten Abschluss dann am Ende des Tages auch gekommen ist.